Hörverstehen Teil 2. Sie hören eine Radiosendung. Sie hören die Sendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgaben 55 bis 64 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 55 bis 64. Sie haben dazu 3 Minuten Zeit. Das Thema unserer heutigen Radioemission ist Studieren trotz Behinderung. Wir freuen uns hierzu, Frau Dr. Weigel im Studio begrüßen zu dürfen. Sie hat ein großes Stipendienprogramm ins Leben gerufen, welches Studenten mit allen Arten von Behinderungen unterstützt und vielen jungen Menschen somit ein Studium überhaupt erst ermöglicht. Frau Weigel, wie funktioniert Ihr Stipendienprogramm? Was sollte man darüber wissen? Also jeder Studierende oder besser gesagt jeder Mensch, der ein Studium plant und der nachweislich eine Behinderung und das Gefühl hat, in irgendeiner Form Unterstützung zu brauchen, kann sich an uns wenden und wir schneidern ihm sein persönliches passendes Stipendienprogramm in der Hoffnung, dass dies für ihn eine große Hilfe ist. Die Unterstützung kann dabei sowohl finanzieller Natur sein als auch die Erledigung bürokratischer Hürden oder der Einbau behindertengerechter Einrichtungen an den Hochschulen bzw. das Bereitstellen einer Begleitperson, die der oder dem Behinderten hilft, den Uni-Alltag zu meistern. Auch Tiere bauen wir in unseren Service ein, wie zum Beispiel Blindenhunde, die manchmal bei jungen Menschen wahre Wunder wirken können,
nicht nur als Begleiter und Helfer, sondern auch als moralische Stütze, die den jungen Menschen die Freude im Leben zurückbringt. Wow, ich bin beeindruckt. Das sind viele verschiedene Möglichkeiten, die Sie da anbieten. Aber das klingt für mich nach einem ungeheuer großen finanziellen Aufwand. Klein ist er sicher nicht, allerdings hält er sich auch in Grenzen. Erstens sind die behinderten Menschen glücklicherweise nur eine kleine Minderheit in unserer Gesellschaft. Und zweitens studieren auch nicht alle von ihnen. Wichtig ist jedoch, dass die, die es wollen, auch die Möglichkeit dazu bekommen und nicht aufgrund fehlender Mittel oder Unterstützung darauf verzichten müssen. Das Leben von Menschen mit Behinderungen jeglicher Art muss so lebenswert wie möglich sein. Dazu gehört die Möglichkeit, sich so weit zu bilden, wie sie es wünschen und den Beruf zu erlernen, von dem sie träumen. Dementsprechend müssen andere, gesunde Menschen, sich darum bemühen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Aber woher nehmen Sie die finanziellen Mittel für Ihr Programm? Auch wenn es nicht so viele Behinderte geben mag, ist die Zahl trotzdem groß genug und Sie brauchen gehörige finanzielle Mittel, vor allem bei dem, was Sie alles für diese Menschen tun und organisieren. Dies ist wahr. Unser Projekt wird von allen großen deutschen Parteien über Spenden unterstützt und beworben. So erhalten wir nicht nur Spendengelder aus den Parteikassen, sondern auch von Privatpersonen. Hinzu kommen die Steuereinnahmen, die unsere Hochschule von der Bundesregierung in gewisser Menge zur Verfügung gestellt werden. Ein Teil davon fließt natürlich ebenfalls an uns. Auch die Kirche und einige große Firmen aus der Wirtschaft unterstützen uns regelmäßig mit Spendengeldern. Aber es gilt, dass jede Werbemöglichkeit für uns Gold wert ist. Je mehr Sponsoren wir zusätzlich bekommen oder je mehr uns von Privatpersonen gespendet wird, desto sicherer können wir unser Projekt auch in der Zukunft zu jeder Zeit in vollem Umfang und Ausmaß anbieten bzw. sogar noch weiter ausbauen. Können Sie uns erzählen, wie lange es das Programm mittlerweile gibt und wie Sie auf diese Idee kamen? Aber natürlich. Ich habe seit jeher viel für Menschen in sozialen Notlagen gespendet. Selbst muss ich mir keine großen finanziellen Sorgen machen, da ich ein mittelgroßes Unternehmen gegründet habe, das ordentliche Umsätze und Gewinne Jahr für Jahr abwirft. Diese Tätigkeit hier ist für mich nichts weiteres als eine ehrenamtliche. Deshalb versuche ich anderen Menschen, die nicht so viel Glück hatten wie ich, etwas von meinem Leben abzugeben. Nun war es so, meine Tochter hat vor einigen Jahren an der Universität eine sehr treue und gute Freundin gefunden, die aber leider im Rollstuhl saß. Dabei habe ich von ihren Schwierigkeiten beim Studium erfahren, insbesondere da ihre Eltern selbst nur wenig Geld haben. Dieses Schicksal hat mich zutiefst berührt und veranlasst, ehrenamtlich dieses Stipendienprogramm zu gründen. Dies war vor 5 Jahren. Am Anfang gab es ein paar Anlaufschwierigkeiten. So war es beispielsweise schwierig, Partner ins Boot zu bekommen und die Universität von meinem Vorhaben zu überzeugen. Doch meine Kontakte, die ich in Wirtschaft und Politik habe, nutzten mir, mich durchzusetzen. Seitdem hat das Programm stark an Bedeutung und Bekanntheit gewonnen und wird sich hoffentlich auch weiter behaupten. Das ist eine rührende Geschichte und Hut ab vor Ihrem tollen Engagement. Machen Sie die Leitung dann auch weiterhin ehrenamtlich? Ich stelle mir vor, dass es äußerst kompliziert ist, gleichzeitig dieses Projekt und Ihre Firma zu leiten. Dies ist schon okay. Meine Firma läuft erfolgreich, da kann ich mich ruhig ein wenig aus der Geschäftsführung zurückziehen. Diese habe ich meinen beiden Sprösslingen, meiner Tochter und meinem Sohn, zu gleichem Teil übertragen und auch die Freundin, also das Mädchen im Rollstuhl, von dem ich vorher erzählt habe, hat mittlerweile eine führende Position in meiner Firma inne. Sie hat einen äußerst schlauen Kopf und ich bin froh, dass ich sie für meine Firma gewinnen konnte. Dabei sieht man, wie nützlich ein Hochschulstudium für jeden Menschen sein kann. Wer weiß, wo das Mädchen heute wäre, wenn sie dieses Studium trotz finanzieller Probleme nicht begonnen hätte. Jetzt kann sie, abgesehen von ihrer Behinderung, ihr Leben so führen und gestalten, wie sie sich es wünscht. Sie sehen also, ich werde in meiner Firma nicht mehr wirklich benötigt. Schlaue Köpfe, die jünger sind als ich, haben die Hauptaufgaben übernommen. Ich persönlich widme mich hauptsächlich zurzeit lieber meiner Herzensangelegenheit, dem Stipendienprogramm für behinderte Menschen.
Mein Ziel ist es auch, in der Zukunft an anderen Universitäten dasselbe Programm anzubieten, es also zu einem deutschlandweiten oder gar europaweiten Projekt zu machen. Erst wenn das geschafft ist, werde ich zufrieden sein. Frau Weigel, Sie sind eine beeindruckende Persönlichkeit und ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute, sowohl für Ihr Programm als auch für Ihre Firma, dass Sie viele Menschen glücklich machen. Vielen Dank. Darum werde ich mich mit vollem Einsatz bemühen. Auch Ihnen alles Gute.